Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Scholar of the First Sin. Wir haben in der letzten Episode die Kronen bekommen. Und ja, wir können uns jetzt mal angucken, welche da die beste ist. Ich behaupte mal, Ivory King sieht irgendwie ziemlich cool aus. Heat lingers from the ancient crowns. Schauen wir uns doch mal an, was das bedeutet. Ja, einmal schwimmen gehen, ne? Wir wollen uns ja auch gründlich waschen, bevor wir ja weiter voranschreiten. Und wir sehen, wir werden nicht mehr hollow. Ab jetzt, wenn man ab dem Punkt ist, angekommen ist und die Kronen alle hat, gesammelt hat, mit Vendrick gesprochen hat, kann man durch Sterben nicht mehr zum Hollow werden, solange man diese Krone trägt. Das bedeutet, für uns jetzt, wir wollen natürlich die Krone jetzt upgraden. So weit wie irgend möglich. Und zwar mit Twinkling Titanite. Okay, keine Ahnung, wie viel ich da jetzt upgraden kann, bevor ich mir Seelen holen muss. Anscheinend so weit. Das ist schon mal gut zu wissen. Was sind das hier unten jetzt? Hall of a Giant, achso, okay. Glaube da die 10.000. 8.000, na gut, 8.000 reichen auch. Nicht bei Item, Mean Force. Zack. Okay, das war's schon. Jo, dann können wir eigentlich nochmal Vendricks Krone, glaube ich, ein bisschen upgraden. Warum eigentlich nicht, ne? Wir haben genügend Twinkling. Mal so ein bisschen drauf scheißen. So, haben wir zwei Kronen voll abgegradet. Mir gefällt eigentlich die von dem eigentlich am besten auch. Und jetzt können wir halt echt Bosse tryen, wie wir wollen. Ich bin am überlegen, ob ich die noch machen will, den Blue Smelter und so. Also ich werde für den Multiplayer-Part werde ich auf jeden Fall mal probieren. Ich werde dafür aber jemanden beschwören müssen. Ganz einfach, weil ich da jetzt überhaupt keinen Bock drauf habe, mich dadurch zu sterben. Und beim Blue Smelter wird es wohl... Na gut, Blue Smelter ist halt alleine auch schaffbar und allein auch gut durch den Multiplayer-Bereich durchzukommen. Bei dem hier ist es einfach nur nervtötend. Wirklich einfach nur nervtötend. Und ihr seht halt jetzt auch einfach warum. Irgendjemand vielleicht seine... Da läuft jemand lang, okay. Ich sehe hier nämlich so gut wie nichts. Außer jetzt ein paar Summoning Signs flashen. Abyss Fever, das klingt irgendwie so nach so einem NPC. Manhunter O'Hara. Das sind NPCs, oder? Normalerweise sind hier Narsch voll Summoning Signs. Okay. Auch keiner. Hat wohl wie ich auch keiner Bock drauf. Der Punkt ist, wir warten so lang. Oh, doch, da oben ist noch was gewesen. Head of Vengal. Okay. Sind wohl nur NPC-Summons verfügbar. Für den Weg zumindest. Das holen wir uns mal Vengal, würde ich sagen. Vengal kommt zu Hilfe. Und dann sehen wir, ne, immer wenn der Schneesturm kurzzeitig aufhört, haben wir so ein bisschen einen Sichtradius offen, wo wir lang gehen können. Und prinzipiell hangelt man sich hier von Ruine zu Ruine. Und hat halt eben nur eine begrenzte Zeit, in der man halt sieht, wo man hinläuft. Und hier gibt es halt Plattformen, sag ich mal. Also es ist quasi ähnlich wie in der verwunschenen Wüste, in der Geisterwüste von Zelda Ocarina of Time. Wo man eben, wenn man zu weit läuft, in dem Fall einfach stirbt, ne? Im Zelda-Fall eben zurück zum Anfang gebracht wird, was ja hier in Dark Souls mehr oder minder dasselbe ist.
Ne, dasselbe in grün. Und hier kommen auch ein paar Gegner. Glaube ich zumindest. Dried Root. Okay, ich glaube ab hier sogar noch nicht. Aber ab dem nächsten oder übernächsten, also auf dem Weg dahin, kommen nämlich so wirklich mega eklige Viecher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man hier einfach durchrennen kann. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, weil es mir einfach immer zu kotznervtötend war. Das fing halt hier eigentlich schon an. Deshalb war ich da immer so ein bisschen pisst. Schon vorher. Ich glaube, ich darf nicht auf diesen anderen, anders gefärbten Schnee hier treten. Und da sehen wir auch schon einen Gegner. Oder bist du ein Gegner? Small Blue Burr. Wow. Diese Viecher meinte ich. Okay, die halten irgendwie relativ wenig aus gerade. Ich habe auch Vengal, der die so ein bisschen von mir abhält. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier an bestimmten Punkten spawnen oder nach einer bestimmten Zeit. Aber es wäre irgendwie schön, wenn ich jetzt meine Sicht wieder hätte. Danke. Und dann gehen wir zur nächsten Ruine. Vengal hält mir so ein bisschen den Rücken frei. Oh, Vengal erschreckt mich nicht so. Okay, jetzt habe ich gerade keine Ahnung, wo ich bin. Ich höre was. Wow. Das war nicht so schön für mich. Habe ich einen Hit gefressen. So. Hier ist Pharos Lockstone für Heilung. Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Kann man aber einfach mal machen. Denn wir wollen ja auch Vengal ein bisschen geheilt bekommen. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Hier zumindest mal ein bisschen sich wieder aufzufrischen. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir weiterkommen. Zum Richtung Endboss. Also Richtung Multiplayer-Boss. Auch wenn ich schon weiß, was das ist. Okay, da vorne. Glaube ich. Ja, wenn ich jetzt halt geradeaus weiterlaufe, würde ich da wahrscheinlich hinkommen. Ich hab's doch gehört. Autsch. Vengal, mach was. Alter. Vengal, du Arschloch. Ja, ihr seht, warum ich da keinen Bock auf den Multiplayer-Bereich hier hab. Vengal ist unfähig. Unfähiger Vengal. Einfach nur, weil es ist einfach scheiße eklig hier durchzukommen. Wenn Vengal da mal ein bisschen was getankt hätte. Ja, scheiß Vengal, ey. Mann! Und diese, was auch immer das sein soll, Rentiere oder was auch immer. Die nerven irgendwie fast so viel, glaube ich, wie der Boss am Ende. Und dieser ganze Schneesturm-Shit hier ist echt einfach nur nervig. Komm, holen wir mal Abyss Fever. Wir wechseln jetzt mal ein bisschen durch hier. Kannst du jetzt bitte mal langsam aufhören, hier wieder Schneesturm zu machen und mir mal zeigen, wo ich langlaufen kann? Ja, dieser Schneesturm ist echt so
Das nervtötendste. Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht, oder? Ich sehe nichts. Ach Gott, ey. Wow. Ja, die Gute macht ein bisschen mehr als, ouch, als Vengal. Aber ich sehe irgendwie noch nicht so ganz das, den Sinn und Zweck der Tour. Wo geht's denn jetzt weiter, bitte? Da vorne. Irgendwie hart verlaufen. Hey, die kann sich heilen. Krass. Okay. Gut zu wissen, dass sich NPCs jetzt auch heilen können. Na? Ganz, ganz viele Tote. Da ist die Ruine. Die erste. Woran sind denn die Leute gestorben hier? Ja, die haben gegen was gekämpft. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich hier jetzt gehen kann. Ob ich hier überhaupt... Anscheinend darf ich hier sogar komplett drüber laufen. Ich höre was. Ich höre was. So, ficken. Eigentlich wollte ich eine Estus nehmen, aber okay. Kann ich mit leben? Kann, glaube ich, einfach zwei nehmen, dann halte ich mich ein bisschen schneller. So. Da vorne ist auch schon wieder der Punkt, wo wir eben gewesen sind. Da sollten wir jetzt eigentlich auch mit Schneesturm hinkommen. Wenn wir einfach nur geradeaus rennen. Müssten wir eigentlich jetzt hier reinkommen? Ja. Wie viel Life hat sie denn noch? Ich würde sie irgendwie gerne ein bisschen heilen. Ja, junge Dame. Komm mal bitte hier rein. Komm mal bitte hier rein. Na? Heilt die sich jetzt? Komm. Alter, geh doch da bitte rein. Los. 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 Komm mit. Komm baden. Ich glaube, er hat keinen Bock da drauf, oder? Doch, jetzt war es auch kurz drin, oder? Naja, gut. Dann müssen wir halt schauen, dass wir jetzt weiterkommen. Now the real fight begins. Oh! Aha. So, da vorne. Es ist aber auch einfach nur ewig weit. Ich sehe, wo ich eben gestorben bin. Da kommt's. Autsch. Wieso komme ich denn nicht an das scheiß Ding dran? Okay. Das lief jetzt nicht so schlecht. Und da vorne steht irgendjemand. Oder was bist du? Der scheint böse zu sein.
Wow, der ist... Kacke. Warum denn bitte nicht gleich noch mehr? Au. Wenigstens das kaputt. Wow. Ja, gib halt einfach keinen Fick. Oh, sie kann mich heilen. Ist natürlich optimalst. Okay. Wow. So. Okay, und wo geht's jetzt von hier aus weiter? Human Effigy, okay. Okay, wenn ich gleich was sehe, dann kriege ich vielleicht auch mit, wo ich hin muss. Mann, ihr seht echt, warum ich diesen Teil nie gemacht habe und den hasse wie die Pest. Erstens ist meine Waffe fast kaputt. Und zweitens, ja, bin ich jetzt hier quasi so schon 17 Minuten oder so durchgelaufen. Ist halt echt kein Ende in Sicht. Doch, da unten ist irgendwas. Da unten ist eine Brücke, glaube ich. Ob ich das richtig sehe? Ja, da unten ist eine Brücke. Danke, Arschlochvieh. Über die Brücke und keinem bekannt liegt das Bossland, glaube ich. Hoffentlich. Kommt die junge Dame jetzt mit? Oder kämpft ihr da hinten gegen den? Okay, die ist gestorben. Na gut, dann bin ich jetzt solo gegen den Boss. Ich bin's gespannt. Loot the King's Pet. Okay, sieht aus wie Ava. Aber. Hat auch, glaube ich, dasselbe drauf wie aber. Ja, komm, ist gut. Da unten liegt noch eins. Wow. Cooles Ding. Wow. Okay, ich glaube, jetzt wird's witzig. Ja, witzig im Sinne von... Ah! Eins noch. Okay. Autsch. Das war Glück. Autsch. Wow. Ah,
Wow. Okay, der ist böse. Au. Nein! Nein, eins habe ich bekommen. Einer von zwei. Puh. Ja, es ist, der zweite hier ist echt... Der zweite ist echt hart. Der erste geht down wie sonst was, aber der zweite ist echt hart. Ja, probieren wir es vielleicht in der nächsten Episode nochmal. Ne? Macht's gut, bis dann. Tschüss.